Wir sind mitten in einer Serie über Heilung und unser Unterthema ist gerade innere Heilung und mein Thema heute ist abgelehnt und trotzdem gekrönt. Halleluja! Juhu. Amen! Und es waren so viele Lieder einfach über die Liebe Gottes. Und ich finde, die Liebe Gottes ist einfach so spürbar da, wie wenn Gott einfach seinen Himmel aufreißt und sagt, ey Leute, ich würde mich echt freuen, wenn ihr das blickt. Vielleicht sagt das noch ein bisschen schöner formuliert. Aber ich spüre einfach die Leidenschaft Gottes für sein Volk, dass sein Volk erfasst, wie sehr er uns liebt und wie sehr er sich um uns kümmert und wie sehr es auf seinen Nägeln, unter seinen Nägeln brennt, dass die Gemeinde Gottes im deutschsprachigen Raum erfasst wird von dem Fluss der Liebe Gottes. Halleluja! Ich bin begeistert, wenn du heute hinter deiner Kamera, hinter deinem Screen sitzt, ich stehe vor der Kamera, du sitzt auf der anderen Seite. Lass dich erfassen von dem Strom der Liebe Gottes. Lass dein Herz heute einfach ganz neu überflutet werden von der Liebe und Zeug aus der Vergangenheit einreißen, einfallen lassen. Halleluja. Durch die Kraft Gottes, weil der Heilige Geist ist hier, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und der Geist ist da, weil ohne ihn können wir nichts tun. Amen. Halleluja, einfach für diejenigen, die vielleicht nicht so oft da sind. Ich mag's, wenn ihr reagiert, wir mögen's, wenn ihr im Chat reagiert und ich brauche euer Lächeln und ich brauche euer Amen. Halleluja, damit es hier einfach eine begeisternde Predigt wird. Amen. Ablehnung ist ein Thema, über das habe ich normalerweise abends gepredigt. Also es ist jetzt nicht eins der leichtesten, lockerflockigsten Themen, aber ich glaube einfach, dass ich vom Heiligen Geist Schritte gekriegt habe, um euch wohin zu führen, wo ihr einfach in eine ganz neue Dimension kommt, was Ablehnung angeht. So, um wen geht's jetzt hier? Wen betrifft dieses Thema? Ich möchte mal einfach einen kleinen Kurztest machen. Wenn du schon mal irgendwann in deinem Leben etwas gewollt hast, hebe deine Hand. Ich könnte gerade meine Beine noch mit hochheben, ja? Genau, pass auf. Wenn du schon etwas gewollt hast und du hast darum gebeten, es zu bekommen, steh an deinem Platz auf. Ja, ganz schön, es ist das einzige Aufstehen bei der Predigt, also ganz entspannt bleiben. Okay, es gibt Leute, die noch nie um was gebeten haben, ist in Ordnung. Kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn es ein Glas Wasser ist oder was zu trinken. Halt, ihr seid noch lange nicht fertig. So, wenn ihr alles, um was ihr gebeten habt, bekommen habt, bleibt stehen. Wenn ihr alles, um was ihr je gebeten habt, bekommen habt, bleibt stehen. Falls es der Chris ist, dann brauchen wir deine Hotline, Mann. Genau, weißt du was? Jeder von uns war schon in der Situation, wo er was gewollt hat, er hat drum gebeten und er hat es nicht bekommen. Und potenziell ist es einfach ein Einfallstor für Ablehnung. Das kann was Kleines sein. Ich kann euch ein Trauma erzählen aus meiner Kindheit. Ich habe Nutella sehr geliebt, aber meine Mutter hat, ich habe ihn auch als Kind schon Nutella geliebt. Das Repertoire hat sich stark erweitert in den letzten Jahrzehnten. Und meine Mutter hat einmal nach dem zweiten Nutella-Brot gesagt, jetzt ist Schluss. Ich habe mich sowas von, ja, genau, hier. Hör, wo ihr weiß, wie schlimm das für mich ist. Es war nicht schön. Dann kam mein Vater und ich dachte, jetzt habe ich ein Backup, der hilft mir. Und er war auch dafür, dass ich kein drittes Nutella-Brot kriege. Glaubt ihr, dass meine Mutter mir das dritte Nutella-Brot nicht gegeben hat, weil sie böse und gemein ist? Weil sie mich ablehnt und sagt, so, ich stell die Nutella vor deine Nase und du kriegst nichts davon. Nein, ich hatte ja schon zwei Brote. Aber aus meiner Perspektive hätte ich ein drittes Nutella-Brot kriegen müssen und ich habe es nicht gekriegt. Und potenziell, ihr merkt, ich erinnere mich noch dran, kann ich mich an dieser Stelle abgelehnt fühlen. Das Problem ist, du kannst dich abgelehnt fühlen, auch wenn du gar nicht abgelehnt wurdest. Meine Eltern waren noch krasser. Als ich klein war, ich habe Tiere geliebt, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich Bäuerin werden wollte. Und eines von den Tieren, das ich sehr geliebt habe, war Elefanten. Und wir haben eine kleine Terrasse und einen kleinen Garten, da wo ich aufgewachsen bin. Das sind so drei kleine Stufen und der Elefant hätte genau reingepasst. Er hätte seine Hinterbeine auf die Terrasse tun können und seine Vorderbeine in den kleinen Garten. Und ich wollte einen Elefanten, aber meine Eltern... Könnt ihr euch vorstellen, was ich für Eltern hatte? Ja, ihr könnt mal anfangen, für mich zu beten. Voll krass, meine Eltern haben keinen Elefant gekauft. Ja.
Und es war für mich nicht verständlich, weil ich konnte das mit meinem Augenmaß sehen, dass da ein Elefant reinpasst. Aber sie haben sich geweigert. Wenn unsere Nachbarn wüssten, vor was sie bewahrt wurden, wären sie wahrscheinlich heute noch dankbar. Und wisst ihr, es gibt so viele Dinge, ob du jetzt tatsächlich abgelehnt bist und abgelehnt wurdest oder dich als abgelehnt empfindest, es ist einfach ein Schmerz und der Schmerz ist real. Und da sind wir schon bei dem, was am schlimmsten ist bei der Ablehnung. Das Schlimmste an der Ablehnung ist eigentlich der Schmerz. So, aber was jetzt kommt was, das ist eigentlich cool, weil so rum habe ich Ablehnung noch nie gepredigt, dass es eigentlich total viele gute Seiten an der Ablehnung gibt. Seid ihr bereit, die guten Seiten von der Ablehnung zu hören? Oh Lord, Halleluja. Halleluja. Was kann eigentlich durch Ablehnung Gutes geschehen? Das allererste, was durch Ablehnung Gutes geschehen kann, ist, du hast was, an dem du trainieren kannst, Frust und Schmerz zu überwinden. Ich merke, ihr seid begeistert. Aber ich will euch einfach mal was sagen. Wir sind hier in der Welt, wo du immer wieder Frust und Schmerz begegnen wirst. Du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo du abgelehnt wirst und du musst dafür bereit sein. Wenn du nie dafür vorbereitet wirst, deine Muskeln zu trainieren und dann fängst du plötzlich an, deine Muskeln zu trainieren, dann hast du Muskelkater oder zerreißt dir deine Muskeln oder was auch immer. Okay? Und wenn du aber lernst, auf bestimmtem Level Ablehnung zu überwinden, vielleicht zu glauben, meine Eltern lieben mich, obwohl sie mir keinen Elefant kaufen. Meine Eltern lieben mich, obwohl sie mir kein drittes Nutella-Brot geben. Dann schaffst du das auf dem nächsten und auf dem nächsten und auf dem nächsten Level, mit Ablehnung umzugehen. Weil weißt du was? Früher oder später kommt's wieder. Ziemlich sicher. Okay? Und das, was cool ist, ist, dass du eigentlich lernst, mit bestimmten Dingen umzugehen. Als unser Sohn klein war, habe ich ganz viel gebetet und ihn geschützt vor ganz vielen Sachen. Und irgendwann mal kam mir einfach die Offenbarung, dass es nicht immer so hilfreich ist, die Kinder vor allem zu schützen, sondern dass es noch hilfreicher ist, wenn die Kinder durch was durchgehen, ihnen zu helfen, in der Situation die richtige Haltung zu haben, zu vergeben. Wenn dein Freund nicht fair zu dir ist, wenn dein Freund gemein zu dir ist, sei du ein besserer Freund. Wenn du jetzt weißt, wie es sich anfühlt, verletzt zu sein, dann sei du nicht einer, der jemand anderen das Gleiche tut, sondern sei du jemand, der mehr liebt. Sei du jemand, der treu ist. Sei du jemand, der sein Wort hält. Amen. Also kann ich jeden Schmerz, jeden Frust und jede Ablehnung dafür benutzen, was draus zu lernen und meinen Vergebungsmuskel zu trainieren. Und ich kann euch was sagen, unser Vergebungsmuskel braucht Übung. Wie alle anderen Muskeln auch. Wenn die einschlafen, wird's schwieriger. Halleluja. Wenn du dir vorstellst, zwei Kinder wachsen auf, das eine Kind wächst auf in einem Schloss. Entschuldigung, die Hofleute machen alles für das Kind. Es muss nie irgendwas, man muss sich nicht mehr selber anziehen, es muss nicht mehr seine Klamotten selber raussuchen. Und wir haben ein Kind, das wächst auf dem Bauernhof auf. Und es muss der Mutter helfen beim Kochen und es muss alle möglichen praktischen Arbeiten mitmachen. Und plötzlich müssen die zwei Kinder aus irgendeinem Grund sich allein im Wald durchschlagen. Welches Kind kommt besser durch? Es kommt das gut trainierte Kind besser durch. Ich sage jetzt nicht, eure Kinder müssen zu Hause alle eure Arbeit machen, damit ihr besser durchkommt. Sage ich nicht. Aber ich will sagen, dass wir aufpassen müssen. Ich glaube, dass wir noch selten in der Zeit waren, wo Eltern sowas von vorausgegangen sind ihren Kindern und dass ihnen ja nichts passiert. Du hast Eltern in der Schule, die kommen und ihre Kinder schon vor der Kommunikation mit dem Lehrer schützen wollen, weil ja, egal, Halleluja, aber versteht ihr, was ich meine? Aber manche Sachen, sogar Ungerechtigkeiten, müssen wir zulassen und helfen zu überwinden, weil Ungerechtigkeit, solange du hier unten bist, wird es immer wieder passieren. Und wenn du nicht lernst, Ungerechtigkeit zu überwinden im Kleinen, dann wird es dir schwerer fallen, wenn es dir im Großen passiert. Irgendwann mal wirst du empfinden, dass dein Chef ungerecht ist. Vielleicht ist es gar nicht, aber du empfindest es so und gut für dich, wenn du es überwinden kannst. Und vielleicht ist es auch gut für dich, wenn du es überwinden kannst. Hauptsache, du hast Frieden und Freude. Amen. Jesus ist nicht gekommen, dass du keine Probleme mehr hast, sondern Jesus ist gekommen, dass du Frieden und Freude hast. Dass du dich geliebt fühlst in jeder Situation, dass du weißt, wer du bist und wer dich liebt, egal wo du durchgehst und was andere über dich sagen. Halleluja. In Hebräer 4, Vers 15 steht, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Weißt du, was passiert, wenn du durch schwierige Sachen durchgehst? Dein Mitgefühl wächst.
Manchmal, es gibt Personen, die sind einfach ganz fröhlich am Austeilen. Der sagt dem, was nicht in Ordnung ist, und dem, was nicht in Ordnung ist, und dem, was nicht in Ordnung ist. Aber wehe, du sagst den Leuten was bei ihnen nicht in Ordnung ist. Die brechen zusammen und du bist die Bosheit der Welt und so weiter und so fort. Aber wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn dich jemand korrigiert, wenn du weißt, wie dich das anfühlt, wenn dir jemand was sagt, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du ein Kind verlierst, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn dein Kind eine 5 nach Hause bringt, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn dein Kind krank wird, dann hast du mehr Mitgefühl für jemanden, der durch das Gleiche durchgeht. Und Jesus musste durch so viele Situationen durchgehen, damit er mit uns Mitgefühl haben kann. Wenn der Sohn Gottes durch so viel durchgegangen ist, um mit mir und mit dir mitfühlen zu können, wie viel mehr muss es okay sein, dass wir durch schwierige Situationen durchgehen, damit wir Mitgefühl haben können? Wenn du durch eine schwierige Situation durchgehst, kannst du lernen, Mitgefühl zu haben auf einem ganz anderen Level als andere. Ist es nicht cool? Es gibt Leute, die durch Sachen durchgehen, wo ich mitbekomme, durch die ich durchgegangen bin, und ich kann es einfach mitempfinden. Ich weiß, wie es ist, und ich weiß, dass man da durchkommen kann. Und ich weiß sogar, wie man da durchkommen kann, weil ich bin durchgegangen. Amen. Was auch cool ist, ist, wenn du durch Ablehnung durchgehst, dann fängst du an, deine Motive zu überprüfen. Als allererstes, wenn hier ein Toter liegen würde und du würdest sagen, ich hasse dich. Sag mir mal ganz genau, wie krass es diesen Toten jucken würde. Ganz genau, gar nicht. Es juckt den Toten nicht. So, wenn aber jetzt zu mir oder zu dir jemand sagt, ich hasse dich, du, keine Ahnung, ich hätte ein großes Repertoire aus der Schule, das ich hier mitbringen könnte, alle möglichen Sachen zu dir sagt und du bist total verletzt. Mir ging es vor kurzem so, ich habe mich einfach voll verletzt gefühlt von der Sache. Und habe ich gedacht, Mensch, wie tot bin ich eigentlich? Was reagiert denn hier eigentlich? Und warum denke ich eigentlich, dass es mir nicht passieren kann oder dass jemand nicht auch mal so mir gegenüber empfinden kann oder so sich mir gegenüber ausdrückt? Warum eigentlich nicht? Und wenn ich wirklich tot wäre, würde es mir wirklich so viel ausmachen. Keiner von euch war bei meiner Beerdigung dabei. Das war vor vielen Jahren. In Plymouth schwimmt meine Leiche. Wurde ich getauft. Aber Gott war dabei. Und er hat gesehen, hat gesagt, du bist begraben durch die Taufe und auferstanden zu einem neuen Auferstehungsleben. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Wie stark kratzt es Jesus? Wie verzweifelt ist Jesus, wenn ich abgelehnt werde? Amen. Wenn ich verletzt werde? Möglicherweise sagt er, hey, übrigens, du erinnerst dich dran, ich habe gesagt, wenn sie mich ablehnen, werden sie dich ablehnen. Hey, cooles Boot, in dem du hier mit paddelst. Jo. Also du merkst eigentlich mal, wo du mit deinen eigenen Gefühlen stehst, wie tot dein Toter ist und wie lebendig, was eigentlich in dir lebt. Ist gar nicht schlecht. Und dann habe ich, für mich hat es bedeutet, ich muss neu überprüfen für mich, was eigentlich in mir lebt. Und was ich am Leben haben will. Und ich habe gemerkt, dass es ein gewisses Level von Ablehnung gibt, das ich nicht mehr haben will, weil ich es erlebt habe. Und weil es mich über 10 Jahre gekostet hat, da rauszukommen. Ich sage nicht, Ablehnung ist was Kleines. Ich sage nicht, Ablehnung, hahaha, alles kein Problem. Ich sage, Ablehnung ist real. Aber ich sage, Ablehnung kann dir zum Besten dienen. Und ich habe mich entschieden, bereit zu sein, auch Ablehnung auf einem größeren Level wieder zu ertragen, wenn es dem Reich Gottes dient, weil eigentlich mein alter Mensch gestorben ist. Und weil es nicht um mich geht, sondern weil es um den Plan Gottes geht. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Gefühle, sondern es geht darum, dass Gott durch mich seine Pläne umsetzen kann. Halleluja. Ach ja, ihr lacht noch, das ist schön, gell? Halleluja. Was merke ich auch noch, wenn ich abgelehnt werde? Wenn ich abgelehnt werde, merke ich auch, wer meine echten Freunde sind. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen, ich sage es einfach gleich. Ich find's so krass. Jesus hat sich seine Freunde ausgesucht mit Gebet. Er hat sich seine Jünger ausgesucht mit Gebet. Seine Nachfolger mit Gebet ausgesucht. Und dann geht's zur Sache. Seine krasseste Ablehnung liegt vor ihm. Er muss ans Kreuz. Alle werden ihn auslachen. Alle werden schreien. Alle werden rufen, kreuzige ihn. Den, der sie geheilt hat. Den, der sie geliebt hat. Der, der ihnen Vergebung gezeigt hat. Alle werden sie rufen. Naja, die vielleicht nicht alle, aber die Volksmenge wird rufen, kreuzige ihn. Er steht vor seiner größten Ablehnung und er sagt, hey Friends, könnt ihr bitte für mich beten? Und die Friends, auf die man sich verlassen kann, schlafen ein. Jesus wurde von seinen besten Freunden in seiner Stunde, in der er seine krasseste Gebetszeit hatte, allein gelassen.
Und er hat sie nicht abgelehnt. Und er hat gesagt, Leute, wart mal bis nach der Auferstehung. Er hat weiter an sie geglaubt. Jesus ist so krass. Jesus ist mein Vorbild. Aber Jesus wusste, sagt die Bibel von Anfang an, was in jedem drin war. Und deswegen hat er sich nicht ihnen anvertraut. Er hat nicht alles ihnen anvertraut, sondern er hat ihnen das anvertraut, was der Vater ihm gezeigt hat, was er ihnen anvertrauen soll, um sie zuzurüsten für die Berufung, die sie hatten. Naja, ich dachte, ich erwähne es mal. Für alle, die sich vielleicht leid tun, vielleicht hat sich ein guter Freund verletzt, vielleicht hat dich eine gute Freundin verletzt und du tust dir einfach leid. Hey, das kann dir zum Besten dienen. Es kann dich krönen. Es kann dich auf ein neues Level bringen. Wenn sie Jesus abgelehnt haben, wenn Jesus von seinen besten Freunden abgelehnt wurde, wenn Jesus von einem seiner Auserwählten betrogen wurde und es vergeben hat, wie viel mehr wir? Und was es auch bringt, wenn du abgelehnt wirst, du brauchst einfach mehr Liebe und du streckst dich aus. Ich sage immer, wie das geht, manchmal nichts über eine gute Krise. Es geht manchmal nichts über eine gute Krise, weil du anfängst, dich auszustrecken nach Gott. Du fängst an, dich auszustrecken nach Gott, du fängst an zu beten und du weißt schon, du bist genügend gelehrt, dass du weißt, Gott hat genügend Liebe, um dich aus diesem Schmerz rauszuholen und du musst jetzt irgendwie den Schlüssel kriegen, um an diese Liebe ranzukommen. Super! Das heißt, du kommst aus dem Level von Liebe, auf dem du warst, aufs nächste Level. Herzlichen Glückwunsch. Und dein nächstes Level wartet auch schon. Ist es nicht toll? Genau, und du hast die Möglichkeit zu lernen, mit den Gefühlen umzugehen und sie zu überwinden. Es gehört zu unserer Charakterbildung, zu lernen, mit Ablehnung umzugehen. Psalm 84, Vers 6 bis 8, die mich kennen, wissen, es ist einer meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel. Es gibt Lieblingsstellen, es gibt starke Lieblingsstellen, es gibt gigantische und dann gibt es absolute Lieblingsstellen. Das ist jetzt eine der absoluten Lieblingsstellen, weil sie mich verändert hat, weil sie meine Einstellung verändert hat, ist Psalm 84, Vers 6 bis 8. Glücklich, sag mal glücklich. Möchte jemand von euch glücklich sein? Ich auch, ich mag glücklich. Noch mehr als Schokolade mag ich glücklich. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Glücklich sind nicht die Menschen, die kein Tränental haben, sondern glücklich sind die Menschen, in deren Herz ein gebahnter Weg ist. Dieser Weg zeigt immer zu Gott. Dieser Weg geht immer nach oben. Dieser Weg bedeutet immer, ich richte meinen Blick nach oben. Und sie machen, nicht ihnen wird gemacht, sondern sie machen ihr Tränental zu einem Quellort. Aus einer Quelle trinkst nicht nur du, aus einer Quelle trinken auch die anderen. Halleluja. Und sie gehen von Kraft zu Kraft. Warum? Weil sie gelernt haben, aus dem Tränental einen Quellort zu machen. Wir wünschen uns oft, ich sehe oft so wie so eine gewisse Passivität. Wir stehen vor Gott und, oh Gott, schick mir deine Liebe. Ich möchte so gern von deiner Liebe überflutet werden und spüre gar nichts. Bin enttäuscht, 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 enttäuscht. Weißt du, wie du die Liebe Gottes anfangen kannst zu spüren? Ich bin jemand von den Leuten, ich habe die Liebe Gottes nicht gespürt, das war für mich, ich hatte eine Arbeitsbeziehung zu Gott. Was willst du, was ich mache? Und wenn ich es gut gemacht habe, war ich mit mir zufrieden, dann habe ich gedacht, er liebt mich. Und wenn es schlecht gemacht habe, habe ich gedacht, habe ich mich nicht leiden können, dachte Gott, kann mich auch nicht leiden. Ist ja logisch irgendwie, gell? Aber nicht richtig. Weißt du, wie du anfangen kannst, einfach die Liebe Gottes zu erfahren? Du kannst anfangen, die Liebe Gottes zu erfahren, wenn du anfängst, mal ihm Danke zu sagen. Nicht, wenn du deine Hände zum Himmel hältst und sagst, oh Gott, ich möchte dich spüren, ich möchte dich spüren. Wenn du deine Augen aufmachst und den Sonnenaufgang anguckst und wenn du deine Augen aufmachst und den Sonnenuntergang anguckst und wenn du deine Nase an eine Blume hältst und da mal reinriechst und wenn du den Duft von Kaffee magst und wenn du es magst, in einen leckeren Apfel reinzubeißen, wenn du Bratäpfel magst, Mann. Kannst du die Liebe Gottes spüren, wenn du dankbar bist? Wenn du anfängst, dankbar zu sein, dass heute die Sonne strahlt, dass wir draußen schöne Bäume haben, dass die Blätter sich gerade in unglaubliche Farben verwandeln. Sei dankbar. Ich spüre die Liebe Gottes durch frisch gepressten Apfelsaft. Halleluja, ich liebe frisch gepressten Apfelsaft. Meine Familie nicht so arg, das finde ich auch nicht schlimm, weil ihr wisst ja, dann bleibt mir übrig. Halleluja. Wenn du anfängst, dankbar zu sein, wenn du Danke sagst für deinen Apfelsaft, wenn du sogar Danke sagst für die Schokolade, die du isst, sogar wenn du ein schlechtes Gewissen hast,
Wenn du Danke sagst für die frische Luft, wenn du Danke sagst für deine Bettdecke, wenn du Danke sagst für den Teppich, wenn du Danke sagst für dein Dach über dem Kopf, wenn du Danke sagst, fängst du an, die Liebe Gottes zu spüren. Wenn du Danke sagst, bis dir nichts mehr einfällt und dann fängst du wieder von vorne an. Warte nicht auf die große Erfahrung, die dich überwältigt. Ich habe von Leuten gehört, die sowas von der Liebe Gottes überwältigt wurden, dass sie gesagt haben, Gott, ich kann nicht mehr. Aber warte nicht, sondern werd aktiv. Mach dein Tränental selber zum Quellort. Und dann trink die ganze Zeit aus der Quelle der Dankbarkeit. Danke. Unser Sohn liebt Pullis, wenn sie weich sind. Danke Gott für deine weichen Pullis. Amen. Unsere Sweatshirts heutzutage sind einfach echt kuschelig weich. Hammer. Was ist, wenn du dein Sweatshirt anziehst und sagst, danke Jesus, ich spüre deine Liebe durch mein Sweatshirt. Amen. Halleluja. Weil wir so Angst haben vor Ungerechtigkeit, weil wir uns und unsere Seele schützen wollen vor Ungerechtigkeit, möchte ich einfach nochmal dran erinnern, was Martin Luther gesagt hat. Unrecht leiden schadet der Seele nicht, sondern dient ihr zum Heil. Warum? Weil deine Seele lernt zu vergeben. Wann hat Jesus gelernt zu vergeben? Glaubt ihr, dass Jesus am Kreuz vergeben konnte? Dass da plötzlich eine Salbung der Vergebung auf ihn kam? Jesus musste lernen zu vergeben durch sein ganzes Leben hindurch, weil die Leute haben es nicht kapiert. Er ist auf die Welt gekommen und das Erste, was passiert, ist eine Morddrohung, damit er umgebracht werden kann. Hallo? Jesus wird von seiner Familie missverstanden. Maria und die Brüder kommen und sagen, holt mal Jesus da raus. Ich glaube, den müssen wir einliefern. Seine Familie hat ihn nicht verstanden. Die Pharisäer haben ihn nicht verstanden. Sie haben ihn gehasst. Sie haben ständig nach Sachen geguckt, wie sie ihm das Bein stellen können. Versteht ihr? Seine Jünger haben nicht gecheckt, wer er ist. Was sagen die Leute, wer ich bin? Okay, und ihr? Und Gott war gnädig, hat dem Petrus einen Gedankenblitz gegeben. Und der Petrus sagt's und 100 Punkte, 1 plus Petrus. Und Petrus denkt, wow, ich bin der Checker. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Jesus war auch einfach Realist. Aber kannst du dir vorstellen, der Sohn Gottes ist von Leuten umgeben, die eigentlich gar nicht richtig checken, wer es ist. Ich glaube, sie haben gehofft, er ist es irgendwie und es hat sich so richtig angefühlt, ihm nachzufolgen. Aber wisst ihr, ich meine, Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen und hat dann plötzlich angefangen zu vergeben, sondern Jesus hat ein Leben der Vergebung gelebt und war gesalbt mit Freudenöl mehr als seine ganzen Gefährten. Nicht, weil er nicht abgelehnt war, nicht, weil er es nicht schwer gehabt hatte, sondern weil er in Vergebung gelebt hat, weil er in der Freude gelebt hat, weil er diese Freude aus sich hat raussprudeln lassen. Halleluja. Was wäre, wenn das Level an Ablehnung, das du aushalten kannst, bestimmt das Level an Einfluss, den du haben kannst? Weißt du, wenn du Einfluss auf deine Familie haben willst, kann es sein, dass du Ablehnung kriegst aus deiner Familie. Wenn du Einfluss haben willst auf deine Stadt, kann es sein, du bekommst Ablehnung von deiner Stadt. Wenn du Einfluss haben willst auf deine Region, kann es sein, dass du Ablehnung bekommst, die sich durch die ganze Region zieht. Wenn du Einfluss haben willst auf eine Nation, kann es sein, dass die ganze Nation anfängt, auf dich zu zeigen und sagen, das ist eine böse Person, das ist ein Verführer, sie werden Sachen verdrehen. Wenn du Einfluss haben willst auf die Nationen, kann es sein, dass in vielen Nationen du verleugnet wirst und gelogen wird. Du lernst nicht zu vergeben. Wenn du da oben bist und die Nationen kommen und auf dich einbrettern. Du lernst zu vergeben, wenn deine Mama dir dein drittes Nutella-Brot nicht gibt. Wenn deine Eltern dir keinen Elefant kaufen. Lasst uns keine Angst haben, mit unseren Kindern auch mal Nein zu sagen, weil eins der schönsten Sachen, was man als Eltern gemacht, ist dem Kind einen Wunsch zu erfüllen und wenn die Augen dann strahlen und die sind so begeistert, du möchtest am liebsten einfach nur das machen und es ist einfach so, oh, wenn du dem Kind was nicht geben kannst, weil es vielleicht zu früh wäre und oh, du würdest es eigentlich selber gern machen, so geht's Gott. Der wird uns gern so viel anvertrauen, aber er weiß, wenn er es jetzt macht, macht's uns kaputt. Also lasst uns qualifizieren für ein Level nach dem anderen. Halleluja.
Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, wenn die Menschen euch um meinetwillen euch schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Also nicht, wenn ihr was Komisches macht und die sagen, Leute, geht's noch? Sondern wenn ihr um meines Namens willen geschmäht werdet. Wisst ihr, wenn ihr denkt, ihr wollt radikal für Jesus unterwegs sein, ihr wollt die Welt verändern, für Jesus, mit Jesus, und du denkst, keiner wird gegen dich aufstehen, keiner wird über dich übel reden, keiner wird dich schmähen, lies deine Bibel. Hier hast du eine Verheißung von Jesus. Er verheißt dir, sie werden böse über dich reden. Sie werden Dinge über dir verdrehen. Sie werden dich in falschem Licht dastehen lassen. Was passiert mit dir? Was passiert mit deinem Herzen? Erlaubst du es dann deinem Herzen, diejenigen zu hassen, die übel gegen dich reden? Erlaubst du es deinem Herzen, gegen die abzugehen, dagegen zu gehen, dich zu wehren, deine ganze Energie da reinzuschieben, dich gegen die Leute zu wehren, die über dich lügen? Ich habe euch vor kurzem erzählt von dem Buch von Bruchko, das ich gelesen habe. Das ist ein junger Mann, der ist mit 19 Jahren, der hat einfach die Berufung empfunden, nach Südamerika zu gehen und dort im Urwald zu evangelisieren. Und dann hat er im Urwald einen Stamm erreicht, die Motilonen, die niemand bisher erreicht hat. Er hat auch gesagt, es schafft gar nicht, zu denen hinzukommen, weil die alle Leute umbringen, bevor sie überhaupt ankommen. Und er ist auch schier umgebracht worden, bevor er dort war. Und jedenfalls, er hat dort angefangen, eine richtig gigantische Arbeit zu machen. Und am Anfang ist Urwald, interessiert keinen Menschen. Und irgendwann mal hat sich das rumgesprochen. Und dann war er plötzlich ein Volksheld in der Nation. Und dann war er wieder im Urwald, hat nicht mitgekriegt, was passiert. Dann kam er zurück. Und plötzlich wurde in den Zeitungen, als er zurückkam, genau das Gegenteil über ihn behauptet. Und dann hat er überlegt, was muss er jetzt machen? Soll er sich jetzt verteidigen? Soll er was anderes? Und dann hat ihm jemand gesagt, lass es einfach, mach deine Arbeit. Und dann ist er zurückgegangen in den Busch und dann das nächste Mal wieder rauskam, da hat dann Gott eigentlich was arrangiert, dass Leute, die behauptet hatten, dass er das gar nicht alles gemacht haben, auf ihn gestoßen sind mitten in seiner Arbeit. Und dann hat sich das ganze Ding wieder gedreht. Weißt du, du kannst dich nicht um deine Verfolger drehen, du musst dich um Gott drehen. Ich kann mich nicht um mein Nutella-Brot drehen, das ich nicht bekommen habe. Ich kann mich nicht um den Elefant drehen, den ich nicht bekommen habe. Ich muss mich um Gott drehen. Und jede Ablehnung kann mich näher zu Gott bringen, wenn ich meinem Herzen nicht erlaube, meine Energien da rein zu investieren, um gegen die anderen Leute abzugehen. Es ist nichts Ungewöhnliches, Jesus nachzufolgen, Jesus zu dienen und verfolgt zu werden, verschmäht zu werden, dass über uns gelogen wird. Hier ist die Problematik mit der Ablehnung ist, wenn dich jemand ablehnt, dann fängst du vielleicht an, dich selber abzulehnen. Du hast eine Mauer, du wirst abgelehnt, da ist ein Pfeil, der ist gelandet und als nächstes fängst du dann einfach an, dich selber abzulehnen. Und dann, weil Ablehnung wehtut, hast du Angst, dass du wieder abgelehnt wirst. Also hast du eine neue Mauer um dich herum, die heißt Angst vor Ablehnung. Angst ist negativer Glaube und zieht Ablehnung geradezu magisch an. Das heißt, durch die Angst der Ablehnung wirst du noch mehr Ablehnung erfahren. Okay? Und dadurch bekommst du wieder Ablehnung. Und was du dann machst, um dich selbst zu schützen, du lehnst andere ab, bevor sie dich ablehnen können, weil dann fühlst du dich stärker. Amen. Ja, das war ein falscher Moment von Amen. Genau, Spaß. Du fängst eigentlich an, die anderen abzulehnen, bevor sie dich ablehnen können. Und welche Waffen betätigst du? Du betätigst nicht die Waffen Jesu. Du hast angefangen, deine Waffen von der anderen Seite zu holen. Aber wir sind tot der anderen Seite. Der Feind schickt einen Pfeil aus nach deinem Herzen, ob er irgendwo einen Haken findet in deinem Herzen, wo er einhaken kann, dass er dich ziehen kann, dass du anfängst, seine Waffen zu benutzen, dass du anfängst, mit Hass zu schießen, dass du anfängst, mit Ärger zu schießen, dass du anfängst, unkontrolliert um dich rumzuschießen, dass du anfängst, wütend zu sein, wütend auf die Menschen, vielleicht sogar wütend auf Gott, weil der hat ja alles zugelassen, der ist immer an allem schuld. Hallo! Gott ist dein Erlöser. Erlaub dir nie, was gegen Gott zu haben. Ja, diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, vielleicht kennt ihr noch das Lied von den Mädchen, die waren am Ertrinken. Und dann haben sie ihren Rettungsring rausgeworfen. Und dann hat sie gesagt, nein, nicht rot, das steht mir nicht. Bitte, Lilla. Kennt ihr nicht? Okay. Manche von euch, die uns vielleicht online anhören, kennt das Lied. Ihr hat der Rettungsring nicht gepasst. Die Farbe vom Rettungsring. Hallo. Leute, wir haben einen Retter und wir machen nicht an unserem Retter rum, sondern wir sind froh, dass wir ihn haben. Weil egal, wo wir durchgehen, dürfen wir wissen, er ist da und er mag uns. Er kann uns leiden. Er ist gern mit uns zusammen. Wenn du komisch bist, mag er dich.
Wenn du dich selber nicht leiden kannst, mag er dich. Er hängt gern mit dir ab. Er findet es interessant, mit dir zusammen zu sein. Er schaut dir gern in die Augen. Er mag gern Zeit mit dir zu verbringen. Und wenn du ihm dein Herz ausschüttest, hebt er die Sachen auf. Und wenn du es wissen willst, sagt er dir auch noch, was du damit machen kannst. Geh nicht gegen den, der dir helfen kann. Das ist wie wenn du zu deinem Rettungsring sagst, nee, also die Farbe passt mir nicht. Und die sagen, wir haben keine andere Farbe. Ja gut, dann ertränke ich lieber. Hallo. Du kannst diesem Zyklus der Ablehnung, der Selbstablehnung, der Angst vor Ablehnung, des Ablehnens anderer oder vielleicht das Gefühl zu haben, Gott lehnt mich ab, du kannst diesen Zyklus durchbrechen mit deinem Glauben, mit deinem Bekenntnis, mit deiner Position, die du einnimmst. Wenn du bisher vielleicht eine Position eingenommen hast, wo du gesagt hast, ich bin sauer auf Gott. Warum ist mir das in meiner Kindheit passiert? Und ich spreche jetzt nicht über Nutella-Brot. Weil vielen Leuten sind viele schlimme Sachen passiert. Und du sagst dir, ich habe so viel Hass in mir. Jesus hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Jesus hat für dich einen Schlüssel zur Vergebung. Jesus hat für dich einen Schlüssel zur Freisetzung. Jesus kann dir helfen, aber du darfst nicht auf ihn sauer sein. Wenn du auf ihn sauer sein bist, dann machst du die Tür zu deiner Lösung zu. Der Feind hätte gerne, dass du Gott alle Schuld in die Schuhe schiebst. Aber Gott ist gut. Gott will dir helfen. Gott liebt dich. Gott will dich heilen. Er will dich freisetzen. Jesus ist gekommen, um dich rauszuholen aus dem, was dich bedrückt. Und es gibt nichts, was er nicht für dich und mit dir überwinden kann. Epheser 6, Vers 12 sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Du kämpfst nicht gegen die Eltern, die dir vielleicht was angetan haben, gegen den Onkel, der dir vielleicht was angetan hat. Du kämpfst nicht gegen den Lehrer, der dir was angetan hat, sondern du kämpfst gegen Mächte der Finsternis, die es darauf abgesehen haben, dein Herz abzuschießen und deine Seele zu zerstören. Und das musst du verstehen. Du musst die zwei Sachen voneinander trennen. Das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist. Du musst verstehen, da war ein Plan dahinter, da war ein Plan der Zerstörung dahinter, aber der Plan Gottes, der Erlösung, war schon da, bevor der Plan der Zerstörung überhaupt angefangen hat. Dein Erlöser ist dir nah. Dein Erlöser will dir helfen. Dein Erlöser will dich heilen. Wie kannst du überwinden? Als allererstes Mal musst du verstehen, wir sind nicht Opfer, wir sind Überwinder, weil wir nicht mehr wir selber sind, sondern weil Jesus in uns lebt, weil der Jesus, der alles durchgemacht hat, jede Ablehnung, die krasseste Ablehnung, die es gibt, würde ich schon sagen, ist Mord. Was immer du erlebt hast, du lebst noch. Jesus wurde umgebracht. Und Leute, ich will euch mal was sagen. Als Jesus am Kreuz hing, hätte er denken können, Vater, vergib ihnen. Aber er hat's gesagt. Er hat's gesagt, dass du und ich es bis heute wissen. Wenn es bis zum Mord geht, meine Haltung ist, mein Vergebungsmuskel sagt, ich vergebe. Weil nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und meine Waffe heißt Vergebung. Meine Waffe heißt Liebe. Meine Waffe ist nicht Mord. Meine Waffe ist nicht Hass. Meine Waffe ist nicht Ärger, sondern meine Waffe ist Liebe. Du bist ein Überwinder, nicht aus dir selber raus. Wenn du heute Morgen sagst, ich kann nicht mehr, der Schmerz überwältigt mich, die Schmerzen, die erdrücken mich, ich ertrinke in den Schmerzen, dann heb deine Hand zu deinem Retter hoch und sag, Gott, ich brauche dich. Und er sagt, super, dafür ist Jesus gestorben. Jede Hand, die sich hebt, jede Stimme, die sich erhebt, jedes Herz, das sich auftut, Gott sagt, yes, dafür bin ich gestorben. Jesus ist im Glauben gestorben. Als Jesus gestorben ist, hat er nicht die ganzen Leute um sich herum gesehen, die gesagt haben, Jesus, danke, juhu, durch dich werde ich errettet. Sondern er hat eine Menge um sich herum gesehen und dann hat nur noch gehört, wie einer sagt, wenn er das Sohn Gottes ist, soll er sich doch selber vom Kreuz runterholen. Wisst ihr, wie krass es ist, Ablehnung? Jesus wurde sogar abgelehnt, als er auferstanden ist. Da haben die einen Plan gesucht, wie sie das noch verbergen können. Wie abgefahren. Und er hat einfach weitergemacht, weil Jesu Auftrag war es nicht, gegen die Ablehnung zu kämpfen, sondern seinen Auftrag zu erfüllen. Und du hast einen Auftrag auf deinem Leben. Und vielleicht hat die Ablehnung
versucht zu verhindern, dass du deinen Auftrag erledigen kannst. Es ging gar nicht um die Beziehung zwischen dir und deiner Schwester. Es ging gar nicht um die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter und deinem Vater, sondern es ging darum, dich abzulenken von dem, was du da, dass du deinen Auftrag erfüllst. Und ich möchte heute Morgen, dass wir beten, dass wir wieder freigesetzt werden, unserem Auftrag nachzujagen und zu erfüllen, wozu Gott uns hier nach unten geschickt hat. In dem Moment, als Jesus den krassesten Sieg errungen hat für die gesamte Welt, war derselbe Moment, in dem er am meisten abgelehnt wurde. Wisst ihr, was wir machen, wenn wir Schwierigkeiten haben und wenn wir Ablehnung erfahren? Wir gucken, wo ist eigentlich die Krone? Wenn es richtig krass wird in unserem Leben, dann wissen wir, an der anderen Stelle gibt es einen Durchbruch, weil die Dinger gehen immer Hand in Hand. Sieh beides und freu dich am Guten. Prüft alles, das Gute behaltet. Amen. Wie kommst du raus aus dieser Spirale der Ablehnung? Als allererstes, nimm dich selber an. Hesekiel 16. Du bist nicht geliebt, weil du so toll bist, sondern du bist geliebt, weil Gott so toll ist. Komm, lass uns einfach mal ganz realistisch sein. Du bist nicht geliebt, weil du so toll bist, sondern Gott hat für dich schon bezahlt, als du noch in Sünde warst, als du komisch und verdreht und sonst was warst. Amen. Lies dir Hesekiel 16 durch. Ich liebe es. Das ist wie ein Kind, das auf der Müllhalde gefunden wird. Und Gott sagt sich, das ist mein Kind. Das suche ich mir aus. Und aus dem mache ich was Besonderes. Und dann hat er dieses Kind großgezogen und zu einer wunderschönen Frau gemacht. Halleluja. Halleluja. Nimm dich selber an. Warum kannst du dich selber annehmen? Auch nicht, weil du so toll bist, sondern weil er dich angenommen hat. Weil manchmal bist du einfach nicht toll. Ist so. Also ich bin immer wieder nicht toll. Das ist schon manchmal nicht ermutigend. Genau. Aber ich bin von jemand geliebt, der mich liebt, der mehr von meinem nicht toll Sachen sieht, als ihr jemals sehen werdet. Und er sagt trotzdem, ich liebe dich. Und deswegen erlaube ich mir nicht, oder immer weniger, mich selber nicht zu mögen. Gibt schon Momente, wo ich Sachen über mir sagen möchte, die nicht heilig sind. Oh, du Pfeife! Aber das sieht ja mich keine Pfeife. Halleluja! Löse den Haken. Den Pfeil, den der Feind ausgesendet hat gegen dein Herz und gegen deine Seele. Die einzige Art und Weise, wie du frei wirst, es geht jetzt nicht um die Leute, die dir was angetan haben, es geht um deine Freiheit. Die einzige Art und Weise, wie du frei wirst, ist, indem du den Haken löst. Du musst es loslassen und du kannst es nur loslassen durch Vergebung. Und du sagst vielleicht, ich kann nicht vergeben. Du musst vergeben. Du musst vergeben, aber es fühlt sich immer noch nach Schmerz an. Das hat nichts damit zu tun. Es ist eine Haltung, es ist eine Einstellung. Warum glaube ich, dass Jesus am Kreuz so gesagt hat, dass man es gehört hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich könnte mir vorstellen, dass der Teufel zu ihm gesagt hat, komm, jetzt hasse sie. Guck mal, wie die Gemeinde alle sind. Die können dich alle nicht leiden. Keiner von denen glaubt an dich. Du kriegst sowieso nicht, was du willst. Die können dich alle nicht leiden. Jetzt kannst du sie einfach hassen. Die waren gemein. Du hast jedes Recht drauf, die Menschen zu hassen. Könnte ich mir vorstellen, dass der Teufel mir es gesagt hat. Und damit Jesus lauter ist als die Stimmen, die zu ihm geflüstert haben, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und manchmal musst du es laut aussprechen und wieder laut aussprechen und wieder laut aussprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, obwohl sie wissen, was sie tun. Amen. Ich vergebe nicht, weil es richtig ist, was gemacht wurde, sondern ich vergebe, weil ich meine Bestimmung erfüllen will und nicht zulasse, dass dieser Haken in meinem Herzen bleibt. No way, Jose. Was hast du gelernt heute in der Predigt? No way, Jose. In Matthäus 18 kennt ihr die Geschichte von den Talenten, wo dem einen werden die Talente erlassen. Der König erlässt ihm die Talente und dann dreht er sich um und er sagt zu dem Knecht, der ihm Talente schuldet, er sagt zu ihm, aber du musst mir die Talente geben. Und Gott sagt, Jesus sagt, ihr müsst vergeben. Ihr müsst vergeben, wenn euch jemand was schuldet, weil ich habe euch so viel mehr vergeben. Ihr müsst vergeben. Dann seid ihr eurem Vater im Himmel ähnlich. Je mehr Müll du vergeben hast, desto ähnlicher bist du ihm. Und das ist doch dein Ziel, oder? Halleluja. Es macht dich stark, wenn du sagst, alles, was mir jemals getan wurde und alles, was mir jemals angetan werden wird, ich werde vergeben.
dann hast du in deinem Herzen eine Bahn. Eine Bahn zum Himmel. Dann kannst du aus deinen Tränentälern Quellorte machen. Und dann kannst du noch andere mit draus trinken lassen. Nichts, ich werde nichts erlauben, dass ich in meinem Herzen gegen Gott gehe. Was ist gut an der Ablehnung? Wie krönt dich die Ablehnung? Dein Mitgefühl wächst. Du überprüfst deine Motive. Du lernst, mit Schmerz umzugehen und Schmerz zu überwinden. Und du trainierst deinen Vergebungsmuskel. Du wirst Jesus ähnlicher und wächst in geistlicher Autorität. Du qualifizierst dich für ein neues Level. Ablehnung ist kein Zeichen von Niederlage, sondern ein Sprungbrett für deine Krönung. Halleluja. 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 Vielleicht bist du heute da und du sagst, ich fühle mich so abgelehnt. Ich fühle mich sogar von Gott abgelehnt. Deine Gefühle lügen. Gefühle sagen dir nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt dir die Wahrheit. Und Gott möchte heute dir einen Neubeginn schenken. Und er will dich rausholen aus deiner Ablehnung. Und er will dich aktivieren, dass du rausgehst aktiv aus deinem eigenen Tränental. Dass du den Haken löst und sagst, wow, diesen Haken werde ich in meinem Herzen nicht zulassen. Ich mache heute, egal wie es sich anfühlt, meinen ersten Schritt in Richtung Vergebung. Und wenn es weh tut, gehe ich weiter. Und wenn es immer noch weh tut, gehe ich immer noch weiter. Und wenn es 6 Monate lang weh tut, ich werde sagen, ich vergebe. Vergebung bedeutet nicht, dass du mit den Personen, die dir Böses antun, weiter abhängst oder beste Freunde wirst. Vergebung heißt, dass du den Haken aus dir löst. Amen. Nicht, dass ihr denkt, wir tun so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist gar nicht so. Die Pharisäer waren nicht die besten Freunde von Jesus. Halleluja.